Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TuS Ferndorf. Endstand vor 2586 Zuschauern, 27:25. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Nachmittag, frühen Abend auch von uns. Wir haben gehofft, hier nicht allzu sehr unter die Räder zu kommen in Erlangen. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Wir haben für die Situation, die wir vorgefunden haben, was unseren Kader angeht, vor dem Spiel, es sind zwei weitere Spiele ausgefallen für uns in dieser Woche, wo wir noch nicht genau absehen können, wie lange das dauert. Glaube ich, eine sehr, sehr gute Partie gemacht, haben die das Spiel gut angenommen und kompakt verteidigt. Das alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir wirklich gut gemacht und sind glücklich mit dem Spiel an sich. Natürlich das Ergebnis, wenn man so dran schnuppert, hier vielleicht sogar ein Pünktchen mitzunehmen, ist natürlich trotzdem schade, aber haben die Jungs eine fantastische Leistung abgeliefert, wenn man überlegt, Mathis Michel oder auch Michel Sorg, eine der letzten ersten Zweitligaspiele, die sie überhaupt gemacht haben für uns. Also Hut ab vor den Jungs, danke an unsere Zuschauer, die da waren und unterstützt haben, und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Partie geliefert. Vielen Dank. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, auch schönen guten Abend. War wieder ein harter Kampf. Das wussten wir auch, dass es schwierig wird gegen Mannschaften, die unten spielt, hier ohne Druck spielen können. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis, natürlich. Zwei Punkte, wir haben wieder gewonnen, wir haben wieder Stärke gezeigt, die letzte Minuten, wo es drauf ankommt, gute Entscheidungen getroffen. Wir wollten heute sehr viel Druck machen in Gegenstöße, Laufbereitschaft, das haben die letzten Spiele nicht so gut geklappt, fand ich heute war gut von uns. Mario hat auch wieder sehr, sehr gut gehalten im Tor. Dann sind wir natürlich ein kleines bisschen unzufrieden mit uns selber, weil das klappt nicht im Moment, nicht so 100% ist im Spiel, was wir uns vornehmen und vorgenommen hat. Also wir sind gut vorbereitet, wir trainieren sehr, sehr gut, aber das optimal am Spiel kriegen wir im Moment nicht voll raus, und da sind wir ein bisschen unzufrieden und daran müssen wir arbeiten, aber wir gewinnen trotzdem und holen wichtige Punkte, aber das war schön heute. Danke. Danke, Robert. Stefan, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich bin heute einfach nur froh und glücklich, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Ich glaube, das ist das, was heute im Vordergrund steht. Man merkt, dass die Mannschaft sich in einer etwas schwierigen Phase momentan befindet. Ich denke, dass der große Vorsprung und die Tatsache, dass eigentlich überall nur noch darüber diskutiert wird, wann wir aufsteigen und gar nicht mehr darüber, ob, dass das schon so ein kleiner Hemmschuh ist. Das ist zumindest meine Interpretation momentan, und von daher, glaube ich, kann man da heute einfach einen Haken hintermachen. Wir haben das Spiel gewonnen, haben die nächsten zwei Punkte gesammelt, haben jetzt zwei Wochen Pause bis zum Derby dann in Rimpa, und ich glaube, die zwei Wochen tun der Mannschaft jetzt auch gut nach den ganzen Auswärtsreisen, und von daher freue mich auf die nächsten Spiele und bin mir sicher, dass die Mannschaft dann auch wieder an ihre Top-Leistungen dann wieder anknüpfen kann aus den letzten Wochen und Monaten. Danke, Stefan. Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, ihr habt wahnsinnig viel verworfen, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit schon. Du lachst. Woran liegt das? Man hat ein bisschen den Eindruck, die Mannschaft, der fehlt ein bisschen die Spannung, so ein bisschen die, wie man sagt, die Geilheit drauf, Tore zu erzielen und hier auch den Gegner so zu dominieren. Woran liegt das? Ist das, was Stefan Adam gesagt hat, dass man vielleicht sich schon zu sicher ist? Nein, ich glaube, das nicht. Also die Jungs, die gehen raus, die wollen gut den Handball zeigen, die wollen vielleicht ein bisschen besser spielen, vielleicht ein bisschen höher gewinnen, das will man ja immer. Und manchmal schafft man das nicht so, und wir haben vielleicht ein paar Spiele zu viel gehabt, wo es nicht klappt, aber du hast recht, machen wir diese Dinge rein, dann wird das ganz, wir haben wieder 18 oder 20 verworfene Bälle, sehr viel freie Gegenstöße, auch von Rückraum, wo Abwehr von Ferdorf sehr defensiv war, wo man einfach werfen muss, aber dann ja fängt der Torwart zwei, solche Sachen, kommt alles zusammen, dann ist es schwer. Aber wir müssen da rauskommen und diese einfache Tore nicht so viel verwerfen, dann sieht es viel, viel besser aus. Das stimmt. Das ist
ist jetzt ja nicht zum ersten Mal, sondern schon ein paar Mal passiert. Du hast gesagt, im Training läuft es gut, die Mannschaft oder die Spieler sagen auch, im Training läuft es viel besser. Ist das ein bisschen zum Verrücktwerden, weil man nicht weiß, wie man diese Schraube drehen kann, dass es auch im Spiel funktioniert? Ja, das kann sein, aber manchmal hat man diese Phase, steht 14-10, wir haben da gute Möglichkeiten, noch ein bisschen höher in die Pause zu gehen, dann kommt diese 0-3-Phase, passiert ja halt im Spiel, dann sind 14-13, das ist normal, aber dann haben wir die Möglichkeiten, wieder unsere Phase mit 2-3 Toren und dann wieder diese Führung, aber dann verwerfen wir halt nochmal diese und dann setzt das sich vielleicht ein bisschen in den Kopf von den Spielern und wenn dann halt, wäre das vielleicht ein, zwei Spiele oder einen schlechten Tag oder schlecht werfen. Heute war es ja fast alle und dann wird es eng und dann wird es hart. Aber ich finde, wir haben trotzdem in manchen Phasen, wo es drauf ankommt, richtige Lösungen gefunden und da Tore gemacht. Und das ist das Wichtigste. Robert Thaler, Sonntagsblitz. Entschuldigung. Die Frage ist, die ich habe, ist die 7 Meter. Verunsichert es eine Mannschaft, wenn kaum, dass ein Spieler, der wird in den Kreis rein, ein Abwehrspieler wird in den Kreis reingeschoben und schon gibt es 7 Meter. Also sowas habe ich eigentlich in der Menge, es waren 10 Meter. Ja. Da waren vielleicht 4 davon gerechtfertigt, behaupte ich mal ganz einfach. Ja. Ja? Und das Bemerkenswerte war Folgendes. Hess war auf halb, Herbst war von rechts außen, hat sich hinter den Hess gestellt und dann hat der Angreifer nicht Herr mehr Thaler, hineinschieben Herr Thaler, bitte das Mikrofon, danke. Ja, und das wollte ich mal fragen. Herr Thaler. Wie geht man mit sowas um? Ja, nein, du hast vollkommen recht. Also ich weiß nicht, ob so viele ungerecht war, aber wir waren einfach bei diesen Sachen einfach nicht gut genug in Abwehr. Wir wussten sehr viel davon, also 10, 7 Meter ist verdammt viel. Die haben auch 8 Tore vom Kreis gemacht und das war genau diese Sachen, was wir vorher besprochen hatten. Und das hat nicht optimal funktioniert heute und das ist verdammt viel in einem Spieler. Und das war heute der Fall. Einmal bitte das Mikrofon zum Florian Pöllmann. Florian Pöllmann, Nürnberger Zeitung. Frage an Robert. Trainer will natürlich nie verlieren, ist ganz klar. Aber wenn man sich so die letzten Wochen anschaut, die letzten Spiele, wäre es aus psychologischer Sicht vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er heute zumindest mal einen Punkt abgegeben hätte? Schon. Nein, also wir wollen hin weiter. Wir wollen Meister werden, wir wollen alle Spiele gewinnen und so weiter. Und da, wir machen das verdammt gut. Also wir haben nur 7 Minuspunkte, 3 Spiele verloren, 1 Unentschieden. Und das ist verdammt stark über eine Saison. Das zeigt, dass wir sehr, sehr stark sind. Und das sind wir auch. Jetzt wollen wir einfach diese kleinen Sachen, freie vom Tor und so weiter, ein bisschen besser spielen, hinkriegen, was wir auch finde, dass wir als Mannschaft können und uns verdient haben. Aber das geht darum, zu gewinnen und Punkte zu holen. Mal eine Nachfrage heute zur Stimmung zwischenzeitlich. Ich hatte den Eindruck, dass vermutlich täuscht er auch, aber widersprich mir da ruhig. Man geht zum HCE, man nimmt die Siege mit, man feiert die Mannschaft, man beklatscht es, man so ein bisschen wie Fernsehschauen draufdrücken und ja, läuft super nett, alles von alleine. Täuscht der Eindruck so oder ist es vielleicht auch so in der Mannschaft so oder dass sowas auch abfärben kann? Ich habe das nicht so diese Couch-Atmosphäre teilweise, also ist das ein bisschen überspitzt formuliert, aber täuscht der Eindruck? Ich habe das nicht so richtig verstanden. Wie fandest du die Atmosphäre heute zwischenzeitlich? War es dir nicht auch ein bisschen zu ruhig von außen? Und das ist ja immer so ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans. Ja, klar. Ich kann ja auch Fans verstehen heute, weil wir haben ja nicht optimal gespielt. Aber da muss man auch selber was zeigen als Spieler mit Kampf und Fäust. Und wir haben auch ein bisschen zu wenig jetzt uns freuen über Tore und so weiter. Und das gehört auch dazu. Da kommt manchmal auch ein bisschen zu wenig von uns. Das muss nicht immer von Publikum kommen. Ich finde, die unterstützen uns super, hier zu Hause, auswärts und so weiter. Die machen eine riesen Saison auch und deswegen haben wir auch so viele Punkte. Manchmal müssen wir auch ein bisschen für die was zeigen und zurückgeben. Ja.
Also ich finde, dass das Publikum auch heute wieder ein super Gespür dafür hatte, wann man die Mannschaft besonders unterstützen muss und ihr helfen muss. Also habe ich zumindest so wahrgenommen, dass es noch lange keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir hier bisher alle Heimspiele in dieser Saison gewonnen haben. Und von daher, also ich habe das nicht so wahrgenommen. Also ich finde schon, dass man gerade in der Schlussphase dann trotzdem die riesige Euphorie spürt, die rund um die Mannschaft einfach herrscht. Und das nimmt die Mannschaft auch mit. Und ich glaube schon, dass das auch dann ein Faktor ist, warum in der Schlussphase wir dann doch die entscheidenden Akzente setzen können und das Spiel gewinnen. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich, wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen einen schönen Restsonntag. Vielen Dank. Tschüss.